Vor etwas mehr als 3 Wochen, am 9. Oktober, geschahen 2 Ereignisse, die wir als Fanale sehen, die einen Wendepunkt darstellen. In Halle tötete ein Neonazi 2 Menschen, nachdem sein geplanter Anschlag auf eine Synagoge scheiterte, während in Rojava der Angriffskrieg durch die türkische Armee und ihre dschihadistischen Hilfsgruppen begann. Und dieser Krieg hält heute noch an, jeden Tag sterben Menschen. Obwohl so unterschiedlich, zeigen diese Ereignisse eine Entwicklung, der wir uns entgegenstellen müssen. Nämlich die Faschisierung der Gesellschaft und deren Normalisierung. Diese Entwicklung begann nicht erst gestern, sondern fußt auf Jahrzehnte der Verkennung faschistischer Gefahr. In Deutschland bauen Rechtsradikale in Polizei und Armee Prepper-Netzwerke auf, sammeln die Namen ihrer politischen Gegner auf Todeslisten und verbreiten ihre Propaganda ungefiltert über das Internet. Eine rechte Partei rennt von Wahlerfolg zu Wahlerfolg und wird von immer verzweifelter agierenden Konservativen nachgeahmt. Gewalt gegen Geflüchtete und Migrantinnen nimmt zu und der autoritäre Staat wird durch neue Polizeigesetze weiter ausgebaut. Richten wir unseren Blick Richtung Türkei, so müssen wir sehen, dass dort immer mehr Oppositionelle, Journalistinnen und Andersdenkende eingesperrt, BürgermeisterInnen des Amtes enthoben und Minderheiten gejagt werden. Die Wahl, vor die die Kurden und Kurdinnen der Türkei gestellt werden, ist die zwischen Assimilation und Verdrängung, zwischen Folter und Tod. Die Türkei ist unter der AKP zu einem faschistischen Staat geworden. Sie hat ein autoritäres System aufgebaut mit diktatorischer Ausrichtung, das im Interesse des Großkapitals agiert, aber auch zum Aufbau eines politischen Regimes imstande war, das von einem breiten Konsens in der Bevölkerung getragen wird. Es wurde über die letzten Jahre so viel über die schleichende Faschisierung der Gesellschaft geredet. Und dennoch verschwindet der Eindruck nicht, dass wir noch keine Antwort darauf gefunden haben. Die Ereignisse in Halle und Rojava deuten auf eine neue Phase faschistischer Aggression hin, die wir ernst nehmen müssen. Wir müssen verhindern, dass das System, in dem wir leben, auch hier weiter autoritäre Strukturen ausbaut. Dazu müssen wir unsere Ängste überwinden und Verantwortung übernehmen. Denn Angst ist genau das, was Autoritarismus erreichen möchte. Angst gibt einem das Gefühl, nichts gegen diese scheinbare Übermacht unternehmen zu können. Wir als Gesellschaft müssen uns zu den weltweiten Entwicklungen verhalten und uns der Faschisierung der Gesellschaft offensiv entgegenstellen. Wir müssen Widerstand leisten. In Rojava tut die Gesellschaft dies. Das Beispiel des historischen Widerstandes in Serekanie zeigt uns, wie die Menschen kollektiv mit ihrem Leben für die Unversehrtheit einer ganzen Gesellschaft und die Revolution eintreten und die Stadt tagelang gegen den Angriff einer militärisch überlegenen Armee schützten. In Deutschland ist es an uns zu handeln. Sei es durch den Aufbau lokaler Strukturen, Bildungsarbeit oder durch direkte Aktionen gegen Kriegstreiber, Befürworter und Profiteure. Wir brauchen eine breite Bewegung, die sich aktiv gegen Krieg und Faschismus stellt. Krieg beginnt hier. Lasst uns ihn hier stoppen. Lasst uns die Verbrechen des Faschisten Erdogan und die Zusammenarbeit der heuchlerischen deutschen Regierung mit ihm überall präsent machen, sodass keiner mal weggucken kann. Brechen wir das Schweigen. Sprecht mit Arbeitskolleginnen, mit der Familie, mit Freundinnen über die Ereignisse. Wir müssen diesem Angriff gemeinsam und organisiert entgegentreten. Wir müssen uns fragen, welche Rolle wollen wir im Kampf gegen den Faschismus einnehmen? Welche Verantwortung tragen wir? Sollten wir widerstandslos zusehen, wie rechte Strukturen erstarken und Angriffskriege faschistischer Staaten geführt werden, haben wir schon verloren. Der Dichter Nazım Hikmet schrieb: Wenn du nicht brennst, ich nicht brenne, wie soll die Dunkelheit dann ins Licht übergehen? Also fragen wir uns, brennen unsere Herzen? Sind wir wütend? Warum sind nicht, wie an vielen anderen Orten der Welt, hier Hunderttausende auf der Straße, um gegen die Zustände zu protestieren? Wir sollten allerdings nicht auf den Moment warten, an dem diese Hunderttausend da sind, sondern unseren brennenden Herzen jetzt Ausdruck verleihen, um das Feuer bei anderen Menschen zu entfachen. Es ist Zeit für Widerstand. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen!